Tag und herzlich willkommen zum 101, dem Expertengespräch von MeinGeld.tv. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Andreas Köster. Er ist Head of Multi-Asset bei UBS Asset Management. Guten Tag, Herr Köster. Guten Tag. Herr Köster, Asset Allocation Fonds sind zurzeit sehr populär und Sie haben wirklich bewiesen, dass Sie mit den Lipper Awards, die Sie zahlreich auch gewonnen haben, das sehr gut umsetzen können. Können Sie uns sagen oder aufzeigen, wie man Asset Allocation Strategien genau ausmacht und wo der Mehrwert für den Investor liegt? Ja, Asset Allocation im weitesten Sinne ist ja die Entscheidung, die ein Kunde oder ein Endinvestor treffen muss, wie er verschiedene Assetklassen kombiniert und über den Zeitablauf ändert. Das ist egal, ob es ein institutioneller Kunde ist oder ein Retail-Kunde. Jeder hat mehrere Vermögens-Asset-Klassen in seinem Portfolio. Das ist natürlich die Frage, möchte er das Problem selber lösen? Wie baue ich es zusammen? Wie verändere ich es? Oder suche ich mir einen Experten, der diese Sachen für einen übernimmt? Das ist natürlich dann Asset Allocation als Produkt, als Vehikel, das man quasi dann kaufen kann. Wir bauen aber auch dann maßgeschneiderte Lösungen an. Und in dem Sinne ist es halt gerade in der Mode, weil wir halt 20 Jahre lang einen Bullenmarkt hatten auf der Fixed-Income-Seite. Wir hatten halt jetzt 7 Jahre lang sehr gute Aktienmärkte und die Frage stellt sich, wie lange geht das noch so weiter? Und deswegen hat sich die letzten 7 Jahre das noch nicht so stark gestellt, aber jetzt gerade in den letzten Jahren sehen wir vermehrt Nachfrage, dass jemand sagt, ich brauche Hilfe in dieser Entscheidungsfindung, wie lange geht die Aktienhosse noch und was machen wir mit den Zinsen? Wie schätzen Sie die aktuelle Marktlage ein und wie sind Ihre Portfolios positioniert? Aktuell sehen wir die Phase recht schwierig ein. Wir haben wieder das klassische Problem, wir gehen in den Sommer. Wir haben 2 große Events, die aufkommen. Die Entscheidung in England über die Eurozone, den Eurozonenverbleib und auch eine große Strukturierung in Griechenland. Das heißt, wir sehen sehr viel Wert strukturell in den Märkten. Kurzfristig glauben wir aber, die Märkte sind ein bisschen an den Höchstpunkten angelangt und eher kurzfristig sind wir vorsichtig positioniert. In Bezug auf langfristige Markterwartungen und Entwicklung der Investmentindustrie, wie schätzen Sie das Wachstum und Erfolgspotenzial für Asset Allocation Strategien ein? Wir sehen eine immense Nachfrage nach Asset Allocation Produkten bei uns im Hause, aber auch in der ganzen Industrie. Und das ist auch nicht überraschend. Wir sind am Ende eines Hossezyklus für Aktien und Bonds. Die nächsten Jahre werden volatil werden. Das gibt uns Möglichkeiten, für den Kunden Mehrwert zu generieren, aber auch zu versuchen, in volatilen Phasen das Kapital zu beschützen. Herr Köster, herzlichen Dank für das Interview. Vielen Dank.